Hallo und herzlich willkommen zurück zu... Das ist Minecraft, ja. Spassi. Ja, wir sind wieder zurück mit dem kleinen Behindertenvoll-Mongo. Dustin, welcher zu viel Alkohol getrunken hat, daher etwas besoffen ist. Und warum steht hier nur so ein Block auf dem Dach? Block auf dem Dach? Hier auf dem Dach steht ein Block. Einfach so am Rand ein Block. Fertig. Okay. Warte, mach ich den kurz. Obwohl, ich hab glaube ich gar keine Spitzhacke. Dann mach ich den weg. Bleib auf mir an. So, fertig. Das sieht da irgendwie scheiße aus. So. Der Hühnerstall ohne Hühner. Ja, ne, doch, da hatten wir ja Hühner. Stimmt ja. Kuhschuppen. Warte mal. Warte mal. Toll, ich dachte schon. Ja, ich konnte mich gerade die ganze Zeit nicht bewegen. Ach so. Ich stand nicht da so dumm rum. Aber ich hab gehört, wie du geschlagen hast. Das ist war dabei. Nein! Nein! Scheiß Hühnchen. Da ist ein Hühnchen entwischt. Der mobbt jetzt die anderen. Guck mal, ich bin in Freiheit. So. Guck mal, ob da Samen da irgendwo noch sind. Ja, warte, komm, ich will kurz noch Eier, dann guck ich mal, ob da Samen noch da ist. So. Ist das ekelig. Da haben wir das schon mal erledigt. Zack. Ich hab mich ja schon immer mal gefragt, wie das Gegenteil bei Minecraft aussieht. Alter. So richtige viereckige Eichel. Boah, was mit welchen Fragen beschäftigst du dich? Boah, Alter, halt die Schnurz. Das ist doch voll Hammer. Alter. Eine Eiche ist viereckig und sie war noch nie rund. Ja, das. Alter, mit sowas muss ich mich schon wieder rumschlagen. Ah, da ist halt ein wischte Hühnchen. Hühnchen, komm her. Meine Eiche, die ist rund. Und auch manchmal bunt. Singe sie im Mund. Und Singeltringelung. Oh Gott, so, jetzt bring ich Holz. Wir brauchen Stein, so. Oh, noch. Bruchstein, das ist gut, da brauchen wir auch. Patrick, sammel du bitte nochmal Bruchstein, ja? Also, Cobblestone. Also, einfach nur Holz, einfach nur Stein. Ja. Wenn ich Zeit dafür hätte. Was dafür Zeit? Na. Meine dicke, fette, haarige, viereckige Eichel in deinem Mund. Nein, danke. Kann ich gut drauf verzichten. Ja, da kann ich drauf verzichten. Wo war der Scheiß? So. Ich bin so blöd gewesen jetzt. Ja, bist du. Komm mal mit Hühnchen. So, und Hühnchen ist wieder im Nest. Da wurde hingehört. So. Dann bauen wir mal weiter das Weizenfeld aus. So. Jo. Ja. Da kommt der Gärtner Manfred. Ja, ich begrüße Sie heute bei der Gartenarbeitsshow. Hier seht ihr, wie man effiziell und potenziell und mit großem Wachstum den Weizenfeld verschönert und vergrößert. Ja, das ist eine sehr spannende Sache für jeden Hobbyfarmer auf diesem kleinen, unendlichen Planeten. Das ist doch mal eine schöne neue Doku-Soap, die es hier im deutschen TV so gibt. Ich begrüße Sie nochmal recht herzlich und damit verabschiede ich mich auch wieder. Dankeschön fürs Zusehen. Ihr Dieter Heinrich von Heinemann. Dankeschön. Heinemann Gesamtschule. Okay. Kenne ich nicht, aber das ist bestimmt von Dieter Heinrich von Heinemann
Heinrich. So, jetzt bauen wir das mich hier weiter aus. Und die 6. Jetzt sehen alle das Gleiche, denn der, das den Pracht hat, der linksten Kopf der Welt. Wenn, dann muss er ein Reimwort machen und da war leider das Kleinste. Tut mir leid. Ich hätte es dir ja nicht gegönnt, aber du hast deinen Text so geformt. So, Hühnchen Fickzeit. Kommt, ZZ. ZZ. Macht Kinder. So, jetzt haben wir nur 2 Stück. Du willst noch ficken, sehr schön. Und du willst auch noch ficken. Du willst noch auch. Da hinten hast du deine Geschlechtspartner. Du zwingst junge Hühnchen zum Sex. Leute, sofort einen Aufruf bei YouTube starten. Patrick. Ja, sag ich nicht. Achso, das reicht schon. Egal. In 4, 6, 3, 5, 7, 8, 9, 10. Düsseldorf. So. Wir sind kacken. Ja. Ja, ich muss halt viel kacken. Oh! Nee, besser ging ja gerade nicht. So was Schlechtes kann man leider nicht gut verwerten. Jetzt habe ich wieder zurücklaufen, weil ich die vergessen habe, die Eier in dein Häschen zu werfen. Was hast du jetzt gerade gesagt? Die Eier ins Häschen werfen. Nicht ins Gehege, ins Häschen. Da kam nichts raus. Genauso wie aus deinem Mund. Was? Da kam nichts raus, genauso wie aus deinem Mund. Das ist durchaus möglich, weil ich ja auch nicht schlucke. Da kann nichts rauskommen. Ja. Denn du spuckst. Also nee, du spuckst nicht, deswegen kommt ja nichts raus, sondern du schluckst. So wär's richtig. Ach Manno. Hä? Du verglast. Wie ein Glaser. Ich boxe dich wie ein Boxer. Das ist ein Reim, das ist, hab ich halt noch nicht. Das soll ja kein Reim sein. Das soll ja der mega epische Vergleich aller Vergleiche sein. Auf. Tschüss. Alter. Tschüss. Besser so für dich. Was? Besser so für dich. Was ist besser? Ja, wo ist denn das denn? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist denn der kleine Dustin? Da, 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 deine Erdblöcke vergessen. Kannst du mal deinen Trick aufheben? Mama! Mama. Was haust du mich? Ey, nicht mit dem Schwert, ich hau dich mit der Faust. Ich bin fast tot, Alter. Fick dich, du Wichser. Ich muss mich erstmal wieder fressen, weil damit ich regen. Mann, muss man solche Löcher machen? Du bist jetzt nicht da rausgefallen. Nö, rausgesprungen. Ja, du bist da... Ja, genau. Sicherlich. Hm. Wenn ich wirklich glaube, lügst du mal da irgendwas vorne. Ja. Ich lüge gerne. Weiß er. So weit erstmals fertig. Du weißt ja, ne? Ich habe gestern deine Frau geschwängert. Na? Ich habe gestern deine Frau geschwängert. Sei für deine Mutter. Ja, ich weiß halt, meine Mutter war, aber ich habe deine Frau geschwängert. Ja gut, ne? Deine Mutter ist meine Frau, das ist halt...